Früher galt er als langweilig. Im Kosovo-Krieg bewies er Statur. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Sein immer wieder beschworenes Kriegsargument für die pazifistische Basis: die Abwendung einer humanitären Katastrophe. Inzwischen hat Scharping sein Tagebuch aus den Kriegstagen veröffentlicht. 7. April. Es ist abscheulich. Diese Lumpen und Verbrecher bringen wahllos Menschen um, rauben ihre Opfer aus, vertreiben sie oder vergewaltigen die Frauen. Umso unverantwortlicher, dass einige öffentlich immer wieder einen Stopp oder eine Pause der Luftangriffe fordern. Für Scharping ist von Anfang an alles klar. Im Kosovo droht die humanitäre Katastrophe. Und Scharping hat dafür Beweise, angeblich jedenfalls. Seine Behauptung vor Kriegsbeginn, das Massaker von Rugovo. Ende Januar 1999, knapp 2 Monate vor Kriegsbeginn, gehen diese Leichenbilder um die Welt. Allgemeines Entsetzen. 23 tote Albaner nebeneinander. Für Scharping ist damit klar, ein Massaker der Serben. Im Tagebuch notiert er: Auf dem Flug zum NATO-Gipfel in Washington hatten mir Mitarbeiter die Bilder von getöteten Kosovo-Albanern gezeigt. Beim Anschauen der Fotos Übelkeit. Ist Entsetzen steigerbar? Später bitte ich meine Mitarbeiter, die Bilder für eine der Pressekonferenzen vorzubereiten. Dort präsentiert der Minister dann seine Beweise. Und tatsächlich, viele Leichen nebeneinander, wie nach einem Massaker. Scharping ist sich anhand seiner Bilder ganz sicher, was am 29. Januar in dem kleinen Örtchen Rugovo passiert ist. Wir haben sehr gut recherchiert und uns Bildmaterial besorgt, das OSZE-Mitarbeiter am Morgen gemacht haben, zwischen 7 und 8 Uhr. Fernsehbilder von genau diesem Morgen. Tatsächlich, ein OSZE-Mann mit grüner Jacke. Henning Hensch, ein deutscher Polizeibeamter, erster internationaler Ermittler vor Ort. Das war nicht so. Die Leichen haben da zwar gelegen, aber sie sind dorthin gebracht worden von den serbischen Sicherheitsbehörden, nachdem die eigentliche Tatortaufnahme, und das hängt wieder zusammen mit diesem Ermittlungsrichter, abgeschlossen war. Nachdem beschlossen war, wir bringen die Leichen jetzt weg. Der Beweis durch Fernsehbilder. Zuerst liegen die Leichen verteilt im Ort, wie nach einem Gefecht. Keine Zivilisten, sondern UÇK-Kämpfer. Nach diesen Aufnahmen dann werden die Leichen zusammengetragen und fotografiert. Und genau diese Fotos hält Minister Scharping für Beweise eines Massakers. Tatsachen, die dem Experten für Sicherheitspolitik, Professor Lutz, genau bekannt sind. Und er kennt die Bedeutung der Massaker für die damalige Diskussion. Die Massaker waren, wenn Sie so wollen, der berühmte Tropfen, die Wende zum Krieg, der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. In der damals moralisierenden Argumentation sehr verständlich. In der Folgezeit sind dann auch nicht zufälligerweise die Massaker immer gleichgesetzt worden mit Auschwitz. Die Behauptung zum Kriegsbeginn, die humanitäre Katastrophe. Am 24. März beginnt die NATO den Krieg gegen die Serben. Scharping liefert die Begründung. Meine Damen und Herren, ich will zunächst einmal 2 Punkte unterstreichen. Erstens, die militärischen Aktivitäten der NATO dienen einem politischen Ziel, nämlich die Abwendung einer humanitären Katastrophe bzw. die Verhinderung ihres weiteren Anwachsens. Eine humanitäre Katastrophe? Jetzt kommt heraus, wie die Lage wirklich war, kurz vor Kriegsbeginn. Also es gibt insbesondere 2 Lageanalysen, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden müssen. Das eine ist der Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 19. März, also 5 Tage vor Kriegsbeginn. Und das zweite ist die Lageanalyse des Bundesverteidigungsministeriums vom 23. März, also unmittelbar 1 Tag vor Kriegsbeginn. Und beide Lageanalysen gehen davon aus, dass keine humanitäre Katastrophe unmittelbar bevorsteht. Panorama liegen diese Dokumente vor. In dem Lagebericht des Verteidigungsministeriums heißt es am Tag vor dem Kriegsbeginn, die Serben seien zu einer groß angelegten Operation noch gar nicht fähig. Bisher gäbe es nur örtlich und zeitlich begrenzte Operationen gegen die UÇK. Und nach dem internen Bericht des Auswärtigen Amtes hätten die Serben die Zivilbevölkerung vor ihren Angriffen gewarnt. Nach Abzug der serbischen Sicherheitskräfte kehre die Bevölkerung dann meist in die Ortschaften zurück. Es gebe keine Massenflucht in die Wälder, auch keine Versorgungskatastrophe.
Und äußerst bestürzt ist man sogar, wenn man liest, dass einzelne UCK-Kommandeure sogar die eigene Bevölkerung am Verlassen der Dörfer hindern, damit es Opfer gibt, damit die NATO mit Luftschlägen eingreift. Dieses alles finden Sie in den Lageanalysen. Die humanitäre Katastrophe, der Grund für die deutsche Beteiligung am Krieg, findet sich also in den internen Berichten der deutschen Regierung nicht wieder. Dennoch, das Bombardement beginnt. Nach Kriegsbeginn, der Hufeisenplan als Rechtfertigung. Kurz nach Kriegsbeginn ist sie dann wirklich da, die Katastrophe. Riesige Flüchtlingsströme, Folter und Mord. Und zu allem Überfluss, Milosevic gibt nicht auf. Langsam wächst die öffentliche Kritik. Wären Verhandlungen nicht doch besser als Krieg? Scharping steht politisch mit dem Rücken an der Wand. Da scheint die Rettung zu kommen. 31. März. Mich elektrisiert ein Hinweis, dass offenbar Beweise dafür vorliegen, dass das jugoslawische Vorgehen einem seit langem feststehenden Operationsplan folgt. Ein Hinweis, wenn auch aus dubiosen Quellen. Keine zwei Wochen später präsentiert Scharping stolz einen kompletten Plan, den Hufeisenplan. Milosevic wollte demnach die Albaner von Anfang an vertreiben. Das offene Ende des Hufeisens ist links unten nach Albanien gerichtet. Einziger Fluchtweg für die Bevölkerung. Für Scharping der Beweis. Die Serben planten schon immer die ethnische Säuberung, die deutsche Kriegsbeteiligung also gerechtfertigt. Stolz notiert er in seinem Tagebuch. 7. April. Die Auswertung des Operationsplans Hufeisen liegt vor. Endlich haben wir den Beweis dafür, dass schon im Dezember 1998 eine systematische Säuberung des Kosovo und die Vertreibung der Kosovo-Albaner geplant worden war, mit allen Einzelheiten und Unternennung aller dafür einzusetzenden jugoslawischen Einheiten. Gab es diesen Hufeisenplan tatsächlich? Wien, Sitz der OSZE. Von hier aus wurde die Beobachtung des Kosovo geleitet. Zuständig für die militärische Beratung damals, General AD Heinz Lockwey aus Deutschland. Heute sein erstes Fernsehinterview. Man hat mir im Verteidigungsministerium bei einem ausführlichen Gespräch über den Hufeisenplan gesagt, es lag kein Plan vor, sondern was vorlag, war eine Beschreibung der Operationen der serbischen Polizei und des serbischen Militärs in einem Bürgerkrieg. Wo ist diese Grafik entstanden? Diese Grafiken sind entstanden im deutschen Verteidigungsministerium. Das hat man mir jedenfalls gesagt. Der schlimme Verdacht, der Hufeisenplan wurde gar nicht in Belgrad, sondern in Bonn geschrieben. Und für diesen Verdacht spricht ein weiteres Dokument, das Panorama vorliegt. Es stammt aus dem Verteidigungsministerium, das Ausgangspapier des angeblich genau bekannten Hufeisenplans. Doch dort heißt es ausdrücklich, der Plan sei in seinen Details nicht bekannt. Das Fazit des Generals ist vernichtend. Ich kann nur sagen, dass der Verteidigungsminister bei dem, was er über den Hufeisenplan sagt, nicht die Wahrheit sagt. Doch Scharping bleibt dabei, behauptet immer wieder, dass es diesen Hufeisenplan tatsächlich gäbe. Ich habe gesagt, es gibt diesen Plan. Und es gibt eine Fülle von Kenntnissen darüber, dass dieser Plan existiert. Und diese Kenntnisse sind alle durch die Realität bewiesen. Aber vorlegen kann er ihn bis heute nicht. Dennoch, die Kritiker seien böswillig und ahnungslos. Ahnungslos war ich nicht. Ich habe sehr viele Berichte des Verteidigungsministeriums eingesehen. Ich habe alle OSZE-Berichte gehabt und ich habe dieses sehr, sehr ausführliche und offene Gespräch im Verteidigungsministerium über den Hufeisenplan gehabt. Also ahnungslos war ich nicht. Der General hat inzwischen eine Studie verfasst. Gern hätte er aus all diesen internen Berichten zitiert, etwa denen der deutschen Botschaft in Belgrad. Ich hatte gebeten, für meine Studie die Berichte der Botschaft in Belgrad verwenden zu können, sie zitieren zu dürfen. Diese Bitte wurde nicht entsprochen, weil, wie man sagte, diese Berichte politisch zurzeit zu sensitiv sind. Wenn man die Berichte der Experten zum Beispiel dem Bundestag präsentiert hätte, hätte der Bundestag ein anderes Bild gehabt, als er es tatsächlich hatte zur Zeit des Kriegsbeginns. Und ich weiß nicht, ob dann die
Abstimmungen so eindeutig verlaufen wären. Trotz allem, sicher ist eines: Die Serben haben zahllose Verbrechen im Kosovo begangen. Umso drängender die Frage, warum reichten Scharping die Fakten nicht aus? Die Antwort, nicht nur auf diese Frage, wollte er Panorama nicht geben. Sieht man das Geschehen und auch die Aussagen von Scharping in der Gesamtschau, so muss man festhalten, dass er immer übertrieben hat, immer auch am Rande dessen war, was die Wahrheit ist, bis hin zu Falschaussagen, wenn wir den Hufeisenplan nehmen. Und ich glaube, es lässt sich damit erklären, dass er versucht hat, durch diese Übertreibungen und Überhöhungen sich selber unantastbar zu machen. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Das ist eine gute Nachricht, dass wir alle zusammenhalten, was Putin niemals erwartet hätte. Das ist der wichtigste Punkt und das deinetwegen, ernsthaft. Weil es eine Menge Diskussion gab, als wir noch nicht in der Übergangsphase waren und viel Arbeit. Aber du hast einen hervorragenden Job gemacht und wir danken dir dafür. Thank you.